Hallo Leute, heute habe ich mal ein Spezialvideo für euch und zwar mache ich heute mal wieder ein Interview. Ich hatte ja neulich erst eins gemacht, aber heute habe ich eine ganz andere Person mal vor der Kamera. Und zwar, wir haben hier den Fritz Recknagel. Er ist Unternehmer und hat auch einen YouTube-Kanal. Wir haben auch auf seinem Kanal ein Interview mit mir gemacht. Da könnt ihr dann auch gerne mal vorbeischauen. Der Link wird auch in der Beschreibung sein, sodass ihr seinen Kanal leicht finden könnt. So, wir wollen jetzt aber auch in diesem Interview herausfinden, was macht der Fritz Recknagel und könnte das denn auch für euch interessant sein? Und dazu erstmal die erste Frage. Wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du? Und das war's. Okay. Jetzt erstmal zur ersten Frage. Wie gesagt, mein Name ist Fritz Recknagel. Ich bin 19 Jahre alt jetzt, Stand dieses Videos, werde demnächst 20. Ja. Und bin, wie gesagt, Unternehmer in verschiedensten Bereichen mittlerweile. Also es ist nicht mehr so, dass ich nur eine Säule mittlerweile habe, sondern tatsächlich mehrere mir mit der Zeit aufgebaut habe. Und das eigentlich in relativ kurzer Zeit. Also ich bin jetzt selbstständig seit 15 Monaten, was keine große Zeit ist, aber ich habe mir in dieser relativ kurzen Zeitspanne doch schon einige Säulen aufgebaut. Also ich habe angefangen damals mit Nischenseiten, ja, wo das Hauptaugenmerk auch von meinem Kanal drauf liegt. Bin im Online-Marketing allgemein tätig, verkaufe dort auch digitale Informationsprodukte, wie beispielsweise E-Books oder eben auch Videokurse. Verdiene da eben automatisiert Geld. Also es sind Systeme, die man quasi aufsetzt. Ja, ich denke, es gibt da auch viele schwarze Schafe im Internet. Ich denke, du kennst die ganzen Werbeanzeigen. Ja. Verdiene mit wenigen Klicks 2000 Euro am Tag oder so. Ja. Sowas mache ich eben nicht, sondern ich bin halt auf meinem YouTube-Kanal auch da und zeige den Leuten eben, wie man Geld verdienen kann, wie man auch passiv Geld verdienen kann. Aber ich gehe eben nicht hin und sage, dass man das mit ein paar Klicks machen kann, sondern eben, dass es eben auch schon Arbeit bedarf und dass man täglich hart daran arbeiten muss und halt aus Fehlern lernen muss, durch Fehler nicht aufgibt und sowas. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, das mache ich eigentlich so tagtäglich. Und auch eine Schnittstelle zu ihm, warum wir uns überhaupt so den Kontakt, sage ich mal, aufgebaut haben, ist, dass wir beide was mit Amazon FBA auch zu tun haben. Ja. Das mittlerweile mache ich auch zusammen mit meinem Geschäftspartner mittlerweile und coache das auch. Genau. Da war so eine Schnittstelle zu uns. Das habe ich bis jetzt mal noch nicht auf dem Kanal gezeigt, aber das macht ja nichts. Das wird demnächst dann auch noch kommen, das erwartet euch auch noch. Aber was ich jetzt besonders für meinen Kanal und auch für euch interessant fand, war, dass er auch ziemlich viele Wege zeigt, wie man denn Geld verdienen kann. Bei ihm kann man deutlich, deutlich mehr Geld verdienen. Ist es natürlich auch mit mehr Arbeit verbunden. Aber gerade da sehe ich die Schnittstelle von Leuten, die jetzt vielleicht etwas mehr Geld verdienen wollen, als das bisschen, sage ich mal, was man mit Bitcoins verdienen kann. Aber auch bereit sind, dafür etwas mehr Arbeit zu investieren. Ja. Wenn ihr dazu was sehen wollt, dann schaut am besten auf seinem Kanal. Ich glaube, er zeigt das fast von vorne bis hinten, wie man sich sowas aufbaut. Es sind mittlerweile, glaube ich, 190 Videos von Nischenseiten über FBA. Also ist eigentlich alles dabei, so mittlerweile. Ich denke, welche Frage vielleicht noch ganz interessant ist, was braucht man denn überhaupt so an Startkapital dafür? Beziehungsweise kann man denn auch mit Null anfangen? Und wie fängt man überhaupt mit sowas an? Okay. Bei mir war es damals so, man muss natürlich grundlegend erstmal wissen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten zum Starten und wie viel Kapital brauche ich dafür. Ich hatte damals, mein Startkapital waren 100, 150 Euro, was nicht viel ist, aber ich hatte damals Abi gemacht und hatte einfach nicht so das Geld, jetzt irgendwo da rein zu investieren. Ich wollte auch nicht mehr investieren, weil ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass es irgendwie funktioniert, was mir da irgendjemand erzählt, sondern erst, wo ich dann wirklich meine ersten Einnahmen hatte, dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert tatsächlich, dass man über Internet Geld verdienen kann. Und wie gesagt, es hängt davon ab, was man für einen Weg einschlägt. Also es gibt ja, was ich auf meinem Kanal hoch und runter zelebriere, ist Nischenseiten. Ja, das heißt, dass man eine Webseite aufbaut, dort Produkte beispielsweise von Amazon bewirbt und dann, wenn es zu einem Kauf kommt, eben eine Provision von Amazon oder von einem anderen Partnerprogramm ausgeschüttet bekommt. Und hier sind die Anfangskosten, wir haben das letztens auf dem Seminar von uns ausführlich durchgerechnet, belaufen sie so auf circa, ich sag mal, 100 Euro. Ja, mit 100 Euro kann man tatsächlich da starten, alles, was man braucht. Ja, was ja nicht gerade viel ist. Ich denke, das sollte jeder, der diesen Kanal schaut, gerade noch so übrig haben. Vor allem im Bereich, wenn man es mal vergleicht mit anderen
Businessen, ja, vor allem im Offline-Bereich, wenn ich jetzt ein Restaurant eröffnen will, ich brauche wahnsinnig viel mehr Geld. In den meisten Fällen, wenn ich dort Gründer bin oder auch mit einem Startup, ich brauche Investoren, ich muss mir bei Banken Kredite einholen, ja, und bin gleich verschuldet. Ja, und ich habe doch gar nicht angefangen, Geld zu verdienen. Ja. Das ist bei diesen Modellen halt nicht so. Genau wie Amazon FBA, auch da kann man mit relativ wenig Startkapital starten. Ja, es gibt auch einige Gurus im Internet, die erzählen dir, dass du mit 200 Euro starten könntest. Das ist kompletter Schwachsinn. Nicht empfehlenswert, ja. Du musst, das reicht alleine, wenn man das mit IANs machen will, also European Article Number, sagt zwar jetzt den meisten nichts, aber wem es was sagt, das sind die Barcodes auf den ganzen Produkten, die er kennt. Das kostet allein schon 450 Euro. Ja. Das heißt, mit 200 Euro kann man allein damit schon mal nicht starten, wenn man das so machen will. Ja, und ich spreche aus Erfahrung. Ich mache ja eigene Smartphones. Also, ja. Aber wenn man jetzt so mit Produkten, sage ich mal, wie wir das so immer auch so den Leuten beibringen, dann braucht man wirklich so circa so 3.000, 4.000 Euro Startkapital, um da wirklich mit dem ersten Produkt an den Start zu gehen, mit 500 Einheiten vielleicht auch. Aber dazu ganz viel auf meinem Kanal und so weiter, ne? Also das ist so ein komplexes Thema, dass man das nicht in so einem Interview erklären könnte. Ja. Ich fand ja deine Geschichte sehr interessant. Du hast ja praktisch mit null angefangen und hast dich jetzt in immer weitere Bereiche eingearbeitet. Ja. Und ich denke, wenn ihr anfangen wollt, dann solltet ihr auch mit Nischenseiten anfangen oder mit dem, was ich auf meinem Kanal zeige, durch erstmal ein Startkapital aufbauen. Vielleicht könnt ihr dann ja einen ähnlichen Weg gehen, den er geht. Kannst du ja was zu deinen Säulen vielleicht noch erzählen? Genau, bei mir war es wirklich so, ich habe am Anfang angefangen mit Nischenseiten und dann ist es quasi so, dass wirklich eins zum anderen kommt. Man hat dann daraus wirklich Einnahmen und jetzt kann ich nur jedem empfehlen, diese Gewinne wirklich nicht zu nehmen für sich selber und irgendwo sonst zu verbraten, sondern einfach wirklich dieses Geld zu nehmen und sinnvoll überlegen, wo kann ich das investieren? Investiere ich das weiter Nischenseiten? Da baue ich mir vielleicht eine andere Säule auf, um vielleicht, ich habe da auch letztens ein Video zu gemacht, vor kurzem erst, dass man sich wirklich mehrere Standbeine aufbauen sollte als Unternehmer. Ja, weil wir hatten noch mal drüber geredet, es kann ruckzuck mal passieren, wenn du selbstständig bist, dass ein Standbein wegbricht. Wenn du jetzt nur ein Standbein hast, dann bist du von heute auf morgen auf null. Ja, und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wir wollen uns ja als Unternehmer quasi auch sehr, möglichst gut absichern und dazu gehört eben auch die sogenannte Diversifikation, das heißt, dass ich mir mehrere Einkommenssäulen eben aufbaue und bei mir sind es mittlerweile, es ist so vielschichtig schon, dass ich ca. 4 bis 5 verschiedene Einkommensquellen schon habe. Also angefangen bei Nischenseiten, Amazon FBA, also digitale Informationsprodukte, dann auch Offline-Coachings mittlerweile, auch Seminare, die wir auch geben und dann auch Kooperationen mit anderen Unternehmen im Marketing und so weiter. Also ist sehr, sehr vielschichtig. Vielleicht noch ein kurzer Punkt, den ich vielleicht auch interessant finde für euch, die jetzt hier zuschauen. Der Faktor der Zeit, also wie viel Zeit braucht man, um sowas aufzubauen? Weil du hast ja hier die Methoden wie Bitcoins und so weiter und so fort. Viele Sachen, die sehr schnell gehen und in einer halben Stunde eingerichtet sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Nischenseiten anfangen will, dann muss man natürlich schon Zeit investieren. Ja, man kann das sowohl neben- als auch hauptberuflich machen. Wenn ich jetzt nebenberuflich anfange und ich investiere vielleicht pro Tag 2 Stunden oder 3 Stunden, dann kann ich schon so die ersten Erfolge, sag ich mal, wirklich, dass man auch vielleicht seine 200, 300, 400 Euro pro Monat verdient, passiv, so nach 3-4 Monaten können sich diese Erfolge so einstellen. Und wenn man an diesem Punkt ist, dann geht das natürlich meistens immer schneller, weil man reinvestieren kann oder man investiert von Anfang an gleich mehr. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie FBA macht, dann dauert das natürlich schon länger, aber die ganzen Sachen müssen in China hergestellt werden beispielsweise. Es muss importiert werden, das heißt auch hier immer den Profit hat es so circa 3 bis 5 Monate mit einem Produkt. Ja, und dann natürlich, wenn man dann vielleicht ein Produkt wirklich zum Laufen gebracht hat, dann natürlich ein Produktportfolio sich aufzubauen. Das dauert natürlich alles, aber wenn man das unter einer eigenen Marke macht, vielleicht auch mit einer Passion und einer Leidenschaft dahinter, dann macht man das auch gerne. Patentanmeldung und so weiter. Ja, genau. Und bei uns, auch bei meinen Partnern zum Beispiel, ist es eben auch so, dass wir das nicht als Job ansehen oder als Arbeit, sondern wirklich als Hobby, weil uns das quasi tagtäglich so viel Spaß macht, auch sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, wie wir das ja auch gerade machen. Das gehört ja auch dazu. Das ist enorm. Also ich würde es nie wieder gegen irgendetwas anderes tauschen. Ja, also ich bin wirklich sehr zufrieden, kann arbeiten, mit wem ich will, wann ich will, wo ich will. Ja, man ist ja auch geografisch durch diese ganzen Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, total unabhängig. Ja. Ich arbeite zwar meistens von zu Hause aus, aber alleine dieser Gedanke daran, dass ich die Freiheit habe, auch von Mallorca aus oder was weiß ich, zu arbeiten, das ist so ein Freiheitsgefühl, was ich mir so wirklich jetzt da erarbeitet habe. Das habe ich damals schon immer verfolgt gehabt, aber ich bin einfach nur dankbar, dass es so funktioniert hat auch. Ja. Ich denke, dieser Spaßfaktor ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also wenn man daran keinen Spaß hat dann, und nur an das Geld denkt, dann
dann wird man da auch nie seinen Lebenssinn drin finden. Und ich finde, gerade das ist wichtig, dass man wirklich enorm viel Spaß daran hat. Man will ja nicht jeden Tag scheiße gelaunt zur Arbeit gehen, sondern man muss das ja oder man sollte das auch möglichst gerne machen. Und ich denke, wenn man sich da was Eigenes aufbaut, zumindest ist es bei mir so, ich mache das hauptsächlich, weil es mir Spaß macht. Oh, den YouTube-Kanal, meine Firma, eigentlich alles nur aus Spaß. Und wenn man damit im Endeffekt seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Ja. Also wenn ihr auch an sowas Interesse habt, dann schaut bitte unbedingt auch bei ihm vorbei. Und ja, wenn es euch gefällt, dann lasst auch ein Abo da. Ich sag auch mal so, ne, also generell noch zu dem, was du gesagt hast, lieber aus Leidenschaft Geld verdienen, als aus einem Zwang heraus. Ja? Weil die meisten Leute, man muss sich mal wieder fragen, warum geht man arbeiten? Ja? Warum? Weil man es muss. Ja, weil man einfach das Geld verdienen muss. Wenn ich es aber irgendwie schaffe, aufgrund meiner Leidenschaft oder sowas, irgendwas aufzubauen und damit meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, dann ist es doch tausendmal geiler, als wenn ich zwangsweise jeden Tag irgendwo hingehen muss, wo ich vielleicht gar nicht 100% Bock drauf habe. Ja. Ja. Gut, das wäre es so von mir so mal als Schlussstatement jetzt hier an der Stelle. Ja, ja, vielleicht noch kurz was zur Location und zu den ganzen Nebengeräuschen hier. Wir sind gerade in Eisenach in einem Restaurant und ja, war jetzt halt so eine Zwischenlösung. Also entschuldige ich mich vielleicht schon mal für den schlechten Sound. Ja, aber das ging halt nicht anders zu lösen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ihr das spannend findet und wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt doch unbedingt einen Kommentar und gebt einen Daumen hoch. Würde mich freuen, wenn ich dazu Feedback bekommen würde, weil dann, ich würde gerne sowas öfter machen. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch abonnieren drücken, bei ihm natürlich auch. Und ja, dann hast du noch was zu sagen? Das wäre es auch. Also ich kann nichts dazu sagen. Dann sehen außer wir uns. Außer zu dem Ton. Ja. Ich hoffe einfach, dass ihr uns verstehen könnt. Der Content steht im Vordergrund, nicht die Audioqualität. Ja, wir sind ja kein Entertainment-Kanal, vielleicht zum Teil. Ja, aber. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank.